Also sehr verehrte liebe Anwesende, ich begrüße ganz herzlich Frau Michaela Glöckler. Sie war, glaube ich, vor Jahren auch als Gast in Wien. Und in der Zwischenzeit hat sich sehr viel getan. Ich erinnere mich daran, ich springe jetzt ein bisschen ans Ende auch und an das, was dort zu sehen ist, weil die Frau Glöckler ist in der Zwischenzeit, glaube ich, auch auf europäischer Ebene vor allem sehr aktiv, um die Stimme, die die Anthroposophie in den Lebensfeldern bisher entwickelt hat, europaweit immer wieder auf wichtige Themen zu lenken. Und ich rede von der Initiative Eliand, also von dieser Assoziation der anthroposophischen, angewandten Anthroposophie, glaube ich, heißt es. Und das Thema, das wir uns hier gewählt haben, schon seit Jahren, was ist der anthroposophische Sozialimpuls, geht natürlich ganz in diese Richtung auch, ich würde sagen, eine Stimme zu bilden, auch hörbar zu machen, um die Freiheit, die heiß umkämpft ist, aber fast unbemerkt heiß umkämpft ist, immer wieder auch sich neu zurückzuholen, würde ich sagen. Weil es ja mittlerweile so ist, dass man zum Beispiel die Möglichkeit, Kinder in einer bildschirmfreien Lebensumgebung überhaupt aufwachsen zu lassen, das muss man sich mittlerweile schon wieder zurückholen, weil es normal geworden ist oder weil halt die Tendenz darin besteht, dass das flächendeckend einfach so vollzogen wird. Und ich hoffe, dass ich mich nicht ganz täusche in der Intention, dass das eben früh genug auch durch die erste Eliand-Initiative schon klar wurde. Wenn wir uns nicht formulieren und äußern und diese Millionengrenze europaweit erreichen, dann kann es sehr leicht passieren, dass eben, was wir bisher gewohnt waren, in Freiheit tun zu dürfen, in den illegalen Raum verschwindet, ohne dass irgendjemand davon auch nur spricht. Die einzigen, die es bemerken, sind ja die Betroffenen, die dann, wenn wir zu spät draufkommen, halt dann vielleicht nicht mehr so viel Spielraum haben wie jetzt noch. Also in dem Sinne danke ich, dass Sie zu uns gekommen sind und ich glaube, Frau Michaela Glöckler ist sowieso bekannt, vor allem durch die Tätigkeit am Goetheanum, auch sie war ja bis vor kurzem Leiterin der medizinischen Sektion und auch durch die Kindersprechstunde, die sie das Buch, das hier sehr verbreitet ist. Und ich übergebe sehr gerne das Wort und bitte um den Ansatz, was der anthroposophische Sozialimpuls sein kann oder sein wird. Danke. Was ist Anthroposophie und ihr sozialer Impuls? Anthroposophie hat ja dieses Privileg, das griechische Wort für Mensch und für Wissenschaft, Weisheit, Wissen, nämlich Sophia und Anthropos, einfach zu haben. Nicht Anthropologie, sondern Anthroposophie. Das heißt, ein Riesenanspruch eigentlich, ein Riesenfragezeichen, was ist der Mensch? Denn bevor ich über einen sozialen Impuls nachdenken kann oder irgendetwas anderes, was der Mensch macht, hat oder nicht hat, muss ich mich ja fragen, wo am oder im Menschen erwacht denn überhaupt ein sozialer Impuls? Das liegt ja doch im Menschen selbst begründet. Das heißt, Anthroposophie ist ja zunächst einfach der Versuch, dass jeder Mensch auf wissenschaftlichem, künstlerischem oder sonst wie spirituell, religiösem Gebiet, egal wo er herkommt, eben diese Frage stellt, weiß ich, wer ich bin? Und kann mir, wenn ich zum Beispiel dann als Buddhist oder als Materialist oder als protestantischer oder katholischer Christ nach der Anthroposophie greife, weil ich irgendwie noch nicht genügend selbst aufgeklärt bin, kann mir die Anthroposophie bei dieser Selbstaufklärung helfen. Und im letzten Jahr vor seinem Tod hat Rudolf Steiner Anthroposophie noch einmal neu formuliert in seinen sogenannten Leitsätzen.
Und da lautet der allererste Leitsatz: Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschen zum Geistigen im Weltall führen möchte. Es ist sozusagen eine spirituelle Orientierung, die Mensch und Welt verbinden möchte, sodass man sich da nicht getrennt erlebt, sondern alles, was man durch Wissen und Technik und Kunst und die verschiedenen Religionen, politischen Systeme, ja, wir sind ja so differenziert über die Welt hin, durch den ganzen Erdenraum hin, dass es sozusagen irgendetwas gibt, was mir hilft, diese Vielfalt so zu integrieren, dass ein sinnvolles Bild vom Menschen und der Menschheit hier und heute, aber auch rückblickend in die Vergangenheit, vorausblickend, hoffnungsvoll in die Zukunft, dass da irgendwie eine sinnvolle menschliche Perspektive sich abzeichnet. Das ist eigentlich die Anthroposophie. Und wenn wir jetzt fragen, welcher Sozialimpuls ergibt sich daraus, dann würde ich gerne heute einmal den Versuch machen, 5 verschiedene Aspekte von diesem Sozialimpuls zu nennen, so wie er sich aus der menschlichen Konstitution ergibt. Der Mensch ist ja quasi ein Pentagramm, deswegen liebe ich diese Zeichnung. Ich erkläre jetzt überhaupt nicht, warum ich links unten unsere physische Existenz hinschreibe und nach rechts unsere Lebenszeit, unsere, wie Rudolf Steiner sagt, ätherische Existenz, das heißt unsere Zeitorganisation, unser Leben. Und dann wieder links mehr das Seelische, das kann man vielleicht spontan verstehen, weil da auch das Herz ist. Rechts wiederum die Ich-Organisation, unsere spirituelle Persönlichkeit, unser Wesenskern, dass wir alle sagen können, ich bin ich und nicht jemand anders. Also diese Qualität der Identität. Und dann ist eben immer die Riesenfrage, was ist der Kopf von dem Ganzen? Die Alchemisten nannten dieses 5. Prinzip die Quinta Essentia. Ein 5. rein spirituelles Prinzip, was sich nicht verkörpert, sondern was rein geistig tätig ist. Also, ich kürze das ab. Was ist der Sozialimpuls im Physischen, im Ätherischen, im Seelischen? Rudolf Steiner benutzt da das Wort Astral, weil er ganz klar erkannt hat, dass die menschliche Seele ihre Heimat in den Sternen hat, so wie das eben nicht nur die Poeten immer machen, wenn sie die Seele mit Wind und Wetter, Sonne, Mond und Sternen ins Gespräch bringen, sondern er hatte gute Gründe, eben auch das nachtodliche Leben eben in diesen wunderbaren Sphären der Sterne, der Planetensphären, der Fixsternsphären angesiedelt zu sehen, den Makrokosmos und den Mikrokosmos dieser seelischen Verbundenheit zwischen Mensch und Welt zuzuordnen. Deswegen nimmt er da diesen Ausdruck Astral, damit wir seelisch die Sterne und den Makrokosmos, aber auch die Nacht, das Nachtodliche, nicht vergessen. Und dann die Ich-Organisation, dieses Wunder, dass wir alle, obwohl wir so kompliziert gebaut sind, ich bin ja Medizinerin, da muss man also 6 Jahre studieren, um überhaupt nur das Fundament der Physis und der Biologie so einigermaßen zu verstehen. Und dass dieses extrem komplexe Gebilde, wo ständig die Organe arbeiten, auf Hochtouren, selbst jetzt, wenn wir sitzen, oder ich, wenn ich stehe, dass man davon, wenn man gesund ist, gar nichts merkt.
sondern wir das Gefühl haben, ich bin ich. Da ist absolut Ruhe. Das macht die Natur unterhalb der Schwelle meines Ich-Bewusstseins. Die Natur will offenbar, dass ich mich in meinem Bewusstsein auf mich und die Welt konzentriere und von meinem Körper absehe. Ja, so sind wir organisiert und das nennt eben Rudolf Steiner die Ich-Organisation. Und für die, die sich da eingehender interessieren, ich habe da vorne ein Büchlein hingelegt, was zum Ende meiner Sektionsleitertätigkeit für Medizin am Goethe-Abend gerade noch fertig wurde. Das heißt, was ist anthroposophische Medizin? Da wird das ziemlich genau erklärt. Der kann sich das gerne nachher abfotografieren oder einfach merken und da eingehender nachlesen. Dann aber die große Frage, was ist dieses fünfte Prinzip? Und das möchte ich doch auch gleich jetzt am Anfang nennen, weil das eben auch ein grundlegender Aspekt ist, der für das soziale Leben und den Sozialimpuls der Anthroposophie eben grundlegend ist. Weil wir können uns ja fragen, bezieht sich das Soziale nur auf die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, oder gibt es auch geistig soziale und weniger soziale Orientierungen? Ist es zum Beispiel sozial, wenn ich einen Menschen höflich grüße und im nächsten Moment privat vielleicht über denselben Menschen unglaublich emotional und giftig rede? Ja. Ist es egal, was ich denke? Ist es egal, was ich fühle? Ist es egal, was ich hinter dem Rücken tue? Wir nennen das heute Korruption. Es ist eben überhaupt nicht egal. Wir spüren das. Aber können wir das sozusagen konkret begreifen, dass gerade diese unsichtbare Welt, wo wir nicht Tatsachen schaffen, wo man sich oft nach außen hin sogar eine schöne Fassade zeigen kann, sich super bescheiden und sozial und toll benimmt, das ist eben nur das Sichtbare. Aber in dem Unsichtbaren wurzeln ja unsere Haltungen und die ganze Art, wie wir letztlich auch das Sichtbare gestalten. Das heißt, dieses fünfte Prinzip ist eben die Art, wie wir denken, wie wir fühlen und aus welchen Intentionen, aus welchen Impulsen wir handeln. Und das hat bisher nur Rudolf Steiner jetzt wirklich profund erklärt. Das können Sie auch bei ihm am besten und in Kurzform auch in diesem Büchlein Was ist anthroposophische Medizin? Sich angucken, wenn Ihnen das jetzt ein bisschen zu knapp erscheint. Rudolf Steiner ist der Frage nachgegangen, woher kommt die Kraft des Denkens? Woher kommt die Kraft des Fühlens? Emotionen haben ja eine Wucht. Sensible Menschen spüren, ob ein anderer sie hasst oder negativ an sie denkt. Vor allem Kinder spüren das unglaublich. Wenn man positiv ihnen gegenüber eingestellt ist, benehmen sie sich völlig anders, als wenn man nur gerade wieder wartet, dass der jetzt wieder was Dummes macht. Das heißt, diese Magie, dieses unsichtbar Wirksame, was von Gedanken, Gefühlen und Bestrebungen, Intentionen ausgeht, das hat ja auch einen Ursprung. Und das hat eben Rudolf Steiner durch sein ganzes Leben immer detaillierter erforscht und er nannte das dann in seinem letzten Buch für Ärzte die sogenannte Metamorphose der Lebenstätigkeit oder der Wachstums- und Regenerationstätigkeit in Gedankentätigkeit. Für ihn war klar, wir denken
mit den ätherischen Kräften, die der Körper für sein eigenes Wachstum, für seine eigene Entwicklung nicht mehr braucht. Deswegen entwickelt sich das Denken in Kindheit und Jugend von Jahr zu Jahr überhaupt erst. Erst mit 16 sind wir in der Lage, eigenverantwortlich zu denken. Vorher geht das mit dem Gehirn gar nicht. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt diese Petition machen. Denn rein neurobiologisch braucht das Gehirn die aktive, selbsttätige Auseinandersetzung mit der Welt und anderen Menschen, um sich überhaupt gesund entwickeln zu können für eine autonome Selbstbestimmung und Selbstreflexion. Und dieser Prozess dauert 15, 16 Jahre. Der lässt sich nicht abkürzen. Und wenn ich die Kinder schon früher konditioniere, an völlig unwirkliche, eben virtuelle Sinneseindrücke gewöhne, sie gleich abhängig mache, zu guten Konsumenten erziehe, ihnen gleich klar mache, die Digitalisierung ist überhaupt die Zukunft, das Allerwichtigste, dann werden sie gar nicht selbstständig. Und dann hat man gute, ruhige, ständig mit Elektronik und schöner Unterhaltungssoftware beschäftigte Staatsbürger und Konsumenten, aber keine selbstständig denkenden Menschen mehr. Und eine kleine Elite, die das weiß, wie zum Beispiel die ganzen großen Hightech-Chefs, Steve Jobs hatte der Apple-Gründer seine Kinder auf der Waldorfschule, Jeff Bezos gab seiner Tochter Melinda erst mit 14 das erste Smartphone, Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, ganz genauso. Ja, bei ihren eigenen Kindern machen sie es anders. Aber die anderen sollen schon in der Kindertagesstätte doch schon mal so ein bisschen sich dran gewöhnen. Das ist natürlich ein Riesenwirtschaftsfaktor, jedem Toddler sein Tablet. Da kann man ja als Chef von Software nur davon träumen, dass man das an jedes Baby schon verkaufen kann. Aber ob das gesund ist, ist eben eine Riesenfrage. Und Sie müssen sich vorstellen, darüber gibt es keine Studie, keine Vergleichsstudie, keine wissenschaftliche Evidenz. Und die Evidenzen, dass es schädlich ist, nimmt man nicht zur Kenntnis. Da bin ich als Kinderarzt nicht allein. Aber Politik und Wirtschaft sind im Moment dem noch nicht geneigt. Und insofern ist das eben eine Riesensache. Und wenn man jetzt aber älter wird, dann wird es erst richtig spannend. Viele von uns sind in der zweiten Lebenshälfte, vielleicht schon im letzten Lebensdrittel. Da werden wir ja alt und schrumpflich. Wo gehen denn da die Lebenskräfte hin? Die gehen eben auch weiter aus dem Körper raus. Deswegen hat man, wenn man älter wird, die Chance, weise zu werden, andere Denkformen zu entwickeln und eben die Möglichkeit, auch viel sozialer zu werden. Warum? Weil man jetzt mit den Kräften denkt, auf die man körperlich verzichtet. Man devitalisiert und die Kräfte, auf die der Körper verzichtet, die hat man geistig zusätzlich. Und wenn wir sterben, dann geht eben der letzte Rest dieser Lebenskräfte aus dem Körper heraus und der physische Leib ist dann im Tode erstmals ohne die Lebensorganisation und dann zerfällt er eben auch bald. Das heißt, unsere Lebenszeit ist ein Kontinuum, ein ständiges Leben zwischen Vitalität und Intellektualität. Und deswegen wirkt sich auch gute Gedanken, sinnvolle Orientierung, meditatives Leben, Spiritualität immer wohltätig auf die Gesundheit aus, weil sich das entspricht, das gehört zusammen. Und entsprechend fand eben Rudolf Steiner heraus, dass auch all die Kräfte, die uns zum seelischen Erleben bringen, das sind körperlich die Differenzierungskräfte, die uns in Mann-Frau differenzieren, die die Zelldifferenzierung besorgen, die Bewusstsein erzeugen, indem sie Differenzen schaffen. Diese wunderbaren Kräfte, wenn die den Körper verlassen, dann haben wir Empathie,
ein echtes Mitgefühl mit anderen Menschen. Wir können raus mit unserer Seele zu den anderen hin, weil das eben aus dem Körper wie heraus geboren wird. Und schließlich, zuletzt, eine Ich-Organisation, die den Körper integriert und zu einer geschlossenen Ganzheit macht, diese Arbeit vollendet hat, wenn wir ausgewachsen sind, wird auch der Wille frei, und das nennen wir dann Mündigkeit, erwachsen sein. Das dauert einfach, bis wir ausgewachsen sind, bis wir wirklich autonom über unseren Willen verfügen können. Diese fünf Aspekte und Quinta Essentia bedeutet eben jetzt im Grunde das, was aus meinem Körper schon herausgestorben ist. Jede Nacht gehen Fühlen und Wollen raus, Seele und Geist, raus in den Kosmos, aber auch hin zu den anderen Menschen. Und der Ätherleib darf Nacht für Nacht zurück und darf den physischen Leib regenerieren. Deswegen sind wir morgens erfrischt, weil diese Reflexionstätigkeit baut das Nervensystem ab. Wir sind abends kaputt, was unser Nervensystem anbetrifft, und morgens wieder regeneriert. Aber entscheidend ist jetzt, so wie ich bei Tag denke, ist meine Regeneration bei Nacht mehr oder weniger gut. Je wahrhaftiger ich denke, je mehr wird mein Körper in Ordnung gebracht. Je dissoziierter, abstrakter ich denke, ja, da ist die Regeneration weniger gut. Also auch hier, es ist sehr sozial, gute Gedanken in die Welt zu bringen, zum Beispiel in der Zweigarbeit, Gutes miteinander zu denken, das teilt sich der Gedankensphäre einer Stadt mit. Wenn irgendwo gute Gedanken gedacht werden, können sie an einem anderen Ort einfallen. Das ist auch eine soziale Tätigkeit. Aber jetzt konkret, welche Sozialimpulse kommen jetzt aus dieser Menschenerkenntnis, aus dieser Anthroposophie, wenn man das ein bisschen differenzierter betrachtet? Zuallererst ein Sozialimpuls, der ganz im Physischen stattfindet, und das ist, wie wir unser Schicksal oder den Karma-Impuls erleben. Wie wir mit unserem Schicksal umgehen. Wie wir über Schicksal denken, ist ein eminent sozialer Impuls. In dem Moment, wo ich einen Schicksalsbegriff habe und weiß, ich lebe nicht nur einmal, ich werde erleben die Folgen meiner Taten. Das, was ich anderen antue, wird irgendwann mal wieder auf mich zurückkommen. Warum? Damit ich weiß, was ich getan habe. Wir denken ja normalerweise, was ich tue, das ist das Wichtigste. Und wie das aber auf andere wirkt, wie das andere berührt, ist uns oft gar nicht bewusst. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich Ihnen antue, wenn ich so rede. Ja, nein, ganz im Ernst. Aber wann werde ich das erfahren? Ich erfahre das jede Nacht. Weil nachts kann ich mit meiner Seele unbewusst schicksalsbildend tätig sein. Da gehe ich nämlich den ganzen Tag zurück und möchte von jedem Menschen, den ich getroffen habe, genau wissen, war das recht, wie wir uns begegnet sind? Was können wir das nächste Mal besser machen? Ja, da ist ein unbewusster Dialog, Gott sei Dank unbewusst, sonst wären wir bei Tage wahrscheinlich ganz schwierig beieinander, wenn wir wüssten, genau wüssten, was wir allen anderen angetan haben. Aber jeder kennt das, manchmal wachen wir morgens mit anderen Gedanken auf, schicken einen Brief oder ein E-Mail nicht ab, greifen doch zum Telefonhörer, überlegen es uns nochmal anders, weil da nachts etwas passiert ist. Und Rudolf Steiner geht noch weiter, er sagt, jede Nacht
begegnen wir unserem Engel, unserem Erzengel, der mit unseren Gemeinschaften, Familie, Religion, Nation zusammenhängt, diesen Gruppenwesen, diesen Gruppenengeln und den Zeitgeistern. Denn der Zeitgeist, da gibt es auch mehrere, die Unterschiedliches wollen, ja, die hängen mit meinem Willen zusammen. Denn das, was ich tue, dient einem bestimmten Zeitgeist, ändert etwas in der menschheitlichen Situation. Wie ich fühle, das ändert meinen Gemeinschaftszusammenhang, in dem ich drin bin. Das interessiert den Erzengel. Und wie ich denke, das interessiert den Engel. Also jede Nacht sind wir mit dieser dritten Hierarchie, dieser Engelwelt zusammen, unbewusst, und können da Impulse aufnehmen, vor allem, wenn wir mit Fragen in die Nacht gehen. Eminent sozial, wenn ich mit Fragen in die Nacht gehe, was ist wesentlich für mich, für andere? Wie kann ich meinem Leben eine noch wahrhaftigere Richtung geben? Wofür würde sich mein Engel überhaupt interessieren? Und. Das ist ein Riesengebiet, Schicksalsbildung in der Nacht und dann natürlich auch nachtodlich, denn wir bereiten jede Nacht ein Stückchen Vergangenheit auf und ein Stückchen Zukunft vor. Deswegen nannte man ja auch immer die Nacht und den Schlaf den kleinen Bruder des Todes. Dann, welcher Sozialimpuls ergibt sich aus unserer Lebenstätigkeit? Das sind alle sozialen Prozesse. Soziales ist ja immer prozessual. Deswegen kann man ja nie sagen, ja, wenn du das und das machst, dann bist du sozial. Schön wär's, denn dann wären wir es ja alle. Wer will denn nicht sozial sein? Aber Soziales muss sich ja entwickeln. Ich kann alles über das Soziale wissen und trotzdem horrende in einer bestimmten Situation versagen, weil es eben keine Rezepte gibt für das Soziale. Es gibt nur Haltungen, Orientierungen und Prozesssteuerung. Ich werde durch gute Prozessführung sozial. Ja? Wie schaffe ich eine gute Finanzordnung in einem Kollegium? Indem ich zuerst einmal wahrnehme, was sind denn überhaupt die Bedürfnisse? Wer braucht wie viel? Wie groß ist die Lücke zwischen dem, was meine Kollegen gerne hätten an Gehalt und zwischen dem, was unsere Ressourcen sind? Wenn ich diese Bedürfnisse kenne, kann ich einen Prozess starten. Und das richtet sich total nach den Menschen, weil die menschlichen Bedürfnisse sind verschieden. Also in dem Moment, wo ich anfange, sozial zu denken, Prozesse zu steuern, muss ich was vom Leben verstehen. Und da gibt es 7 Lebensprozesse, ich deutsche die ganz kurz an. Der erste ist Öffnung, Steiner nennt ihn auch Atmung. Ja, und das bedeutet, ich muss erstmal offen sein für die ich arbeite, für die ich sozial was bewegen will. Ob das die Flüchtlinge sind, ob das die vernachlässigten Joblosen, immer weiter wachsenden menschlichen Gruppen sind überall. Ganz egal, wo ich es angreife oder die Finanznot in einem Waldorfkollegium, immer muss ich doch erstmal die Bedürfnisse wahrnehmen, die da sind. Und dann, wenn ich das wahrgenommen habe, kann ich einen zweiten Prozess starten und mich anpassen. Anpassen mit meinen Ressourcen und Möglichkeiten, mit meinen Einfällen, wer noch helfen kann, welche Strukturen es dafür braucht, welche Form der Dienstleistung, dass das jetzt gelingen kann. Ja, dann entsteht ein nächster Prozess, wo man das Mögliche im Hier und Jetzt versucht. Immer wissend, es ist noch nicht alles. Es ist ein wichtiger nächster Schritt. Dann das Dritte.
Wie muss gearbeitet werden, dass alle profitieren? Man nennt das heute Win-Win. Dass jeder ein bisschen ernährt wird. Dass jeder spürt, wir sind auf gutem Wege. Weil das tut gut, das ernährt, das gibt Kraft. Der dritte Prozess ist Ernährung. Man kann diese Prozesse an der Verdauung studieren, an der Atmung studieren, aber vor allem im Sozialen. Auch jede Meditation fängt so an, dass ich mich erstmal öffne und dann an das meditative Gut anpasse. Es ist auch ein wunderbarer Weg, einen meditativen Prozess zu gestalten. Dann der vierte, ganz entscheidend, ist jetzt, es müssen bei einer guten Prozessführung hin und wieder Entscheidungen fallen. Unterlässt man die, kriegt man Probleme. Entscheidet man zu früh, zu spät, falsch, kriegt man auch Probleme. Ja. Dieses Leben mit der Frage, was braucht es, um Entscheidungsprozesse gerecht zu führen. Ich liebe dieses Büchlein von Franz Alt und Peter Spiegel, ein Bestseller bei uns in Deutschland. Gerechtigkeit. Ja. Das sind zwei Kulturschaffende, die einfach mal die gesamte Ungerechtigkeit des heutigen modernen Lebens nur daraufhin untersuchen, ganz positiv, was könnte man tun, was müsste man anstoßen, wo muss man hingucken, damit es gerechter zugeht. Gigantisch. Und ihr seht, dünn. Das kann jeder, das kann sogar ich lesen, obwohl ich dicke Bücher leider schon lange gar nicht mehr lesen kann. Also, wer sich da rein vertiefen will, kann ich sehr empfehlen. Man hat auch alle wichtigen Brennpunkte und Daten und wunderbare politische Beispiele. Natürlich jetzt alles deutsch. Ich hoffe, das hat auch Similaritäten, Ähnlichkeiten mit Österreich. Aber ihr habt vielleicht hier auch so eine. Jedenfalls, Gerechtigkeit ist ein Riesenthema und das ist immer Leben. Wie werden wir einander gerecht? Fühlt man sich gerecht behandelt? Ist die Prozesssteuerung gerecht? Wem wird sie gerecht? Unglaublich gute Frage. Das hängt sehr viel mit den richtigen Entscheidungen zusammen. Wohin soll es denn gehen? Dann der nächste Prozess, der ist wunderschön, aber auch gefährlich. Das ist die Selbsterhaltung. Ja, wenn man ein gutes System gefunden hat, ein tolles Leitbild gefunden hat, jetzt denkt man, man hat es und will es behalten und jetzt haben wir es und jetzt machen wir es immer so, bis man in die Krise kommt. Sei es, dass Neueinsteiger kommen, die sagen, ja, wieso macht ihr das denn so? Kann man doch so machen. Ja, dann werden die unterdrückt, ausgegrenzt. Ja, man kämpft. Es beginnt der Machterhalt, die Selbstverteidigung, der Generationenkonflikt. Mit dem Erhaltungsprozess gut umzugehen, ist eine eminent soziale Frage. Und wenn man das kapiert hat, dass man immer auch gucken muss, wo brauchen wir Stabilität, Sicherheit, Erhalt, unbedingt, entscheidend wichtig, und wo müssen wir über uns hinauswachsen, und jetzt kommt was Schönes, jetzt wird es überhaupt erst richtig sozial. Wie kann ich meiner Mitwelt etwas von dem zurückgeben, was ich durch mein ganzes Leben bis zur Selbsterhaltung geschenkt bekommen habe? Auch wenn ich vieles meiner eigenen Leistung zuschreibe, das ist nur halb ehrlich. Denn meine ganze Leistung hängt doch schon mal davon ab, welche Chancen ich hatte in Kindheit und Jugend. Welche Menschen ich getroffen habe, welche Bücher ich gelesen habe. Wann merke ich eigentlich mal, dass ich alles meiner Umwelt, meiner Mitwelt verdanke, was ich bin? Und werde ich nicht gerade dadurch erst individuell, dass ich das merke und jetzt schaue, was ich meiner Mitwelt zurückgeben kann? Und das ist dieser sechste Lebensprozess. Der heißt eben Wachstum. Da geht es über mich hinaus. Schiller und Goethe haben das so schön ausgedrückt. Ja, dass wenn die Pflanze blüht,
dann gibt sie ganz selbstlos, schmückt sie den Garten und gibt zurück, was sie davor alles an sich gezogen hat an Stoffen. Und das müssen wir Menschen, was die Pflanze unbewusst macht, bewusst vollziehen, wenn wir eine soziale und gerechte Prozessorientierung haben wollen. Wenn wir unser Leben selbstorientiert und umweltorientiert führen wollen. Beides. Es ist eben sehr sozial, wenn ich erstmal autonom werde, obwohl das dann egoistisch aussieht. Denn ohne dass ich jemand bin, kann ich auch nichts geben. Wer nicht hat, kann nicht geben. Aber hier ist dieser kritische Punkt. Komme ich vom Haben zum Geben? Will ich das? Was muss da in mir passieren? Und dann als letztes, das ist eben dann der Prozess der Reproduktion, dass ich etwas ganz von mir ablösen kann, was ich nicht mehr bestimme. Ich kann zum Beispiel Geld, was ich habe, was auch immer mehr gewachsen ist, ich bin jetzt richtig reich geworden, also nicht ich, aber der, irgendjemand, der das ist, aber ein bisschen reich bin ich schon auch, weil ich bin nicht arm. Also ich habe da was und wo gebe ich jetzt Geld einfach her, im Vertrauen, dass die das schon gut anwenden. Wo gebe ich Geld her mit der Bestimmung, nur dafür, dass es ausgeht? Zweckgebunden spende ich. Und wo gebe ich Geld, dass ich sage, wenn du damit 3 Jahre gewirtschaftet hast, will ich so und so viel Prozent mehr zurück. Ich leih dir, aber ich will auch was davon haben. Rudolf Steiner nennt das Leihgeld. Dann hat er noch das Kaufgeld, ich krieg was für mein Geld. Und Schenkungsgeld, je nachdem, mit oder ohne Zweckbindung. Ja, jeder Euro, den ich ausgebe, hat eine bestimmte Haltung dahinter. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für diesen Reproduktionsprozess, wo ich etwas einfach von mir ablöse und in Freiheit entlasse. Und so wollte Rudolf Steiner die ganze Erziehung verstanden wissen, in Ehrfurcht das Kind empfangen, in Liebe erziehen und begleiten, in Freiheit entlassen. Das geht durch diese ganzen 7 Prozesse. Das ist gute Erziehung. Und Rudolf Steiner geht so weit, dass er sagt, alle sozialen Fragen sind letztlich Erziehungsfragen. Die Menschen handeln eben so, wie sie geworden sind. Wenn ein Mensch sich kriminell oder sonst wie einseitig, schwierig, schräg benimmt oder auch korrupt, müsste man eigentlich fragen, du lieber Menschenbruder, wie bist du denn erzogen worden, dass du da einen so blinden Fleck hast? Rudolf Steiner sagt klipp und klar, soziale Fragen sind ausschließlich pädagogische Fragen. Und wenn wir ein gerechtes soziales Leben, das fehlt leider hier, haben wollen, denn die sagen mit Recht, das ist doch alles ganz einfach, man muss doch nur das und das und das und das machen. Ja, aber es passiert nicht. Warum? Weil die Leute, die in der Macht sind, das zu ändern, gar nicht so erzogen sind, dass sie dazu Lust haben. Ganz einfach. Das ist ein Erziehungsproblem, warum das nicht funktioniert. Man ist nicht zur Toleranz, zum Respekt, zum Interesse, zur Gerechtigkeit, zur Ehrlichkeit erzogen worden. Man übt ja schon in der Schule, den Lehrer zu betrügen und findet es schick. Alle wissen es. Brauchen sich doch nicht wundern, dass später die Menschen korrupt sind und gerne betrügen. Sie haben es doch in der Schule schon gelernt. Also das ist doch im System. Das ganze System ist doch so, dass die Erwachsenen, die uns heute ärgern, die waren doch alle mal liebe Kinder, die sind aber durch ein System gegangen, was sie so hat werden lassen. Und dass man das nicht sehen will, ist ein riesensoziales Problem.
Also Steiner bringt es auf den Punkt und sagt, die soziale Frage ist eine pädagogische Frage. Und die pädagogische Frage ist eine medizinische Frage. Denn wenn ich die Leute pädagogisch zur Karriere oder zu diesem oder jenem Ziel erziehen will, wenn ich sie an die gesellschaftlichen Verhältnisse anpassen will und nicht als Hauptziel habe, den autonomen, mündigen, freien, wachen, empathiebegabten Menschen, wenn dieses gesunde Menschenbild nicht mein Leitbild ist für die Erziehung, dann kann ich nicht gut erziehen. Und deswegen ist es so ein Verschiebebahnhof. Die sozialen Probleme müssen mit pädagogischen Mitteln gelöst werden und die pädagogischen Probleme brauchen eine therapeutische, gesundheitlich orientierte Vorgehensweise. Und das ist alles dieses hier. Eminent soziale Fragen, Impulse aus der Anthroposophie. Und dann hier die Seele. Da geht es jetzt so ein bisschen ans Eingemachte. Wir alle wissen ja viel mehr, was wir tun könnten, sollten, müssten, gerne würden. Und wir spüren, da sind seelische Widerstände, wir können es nicht. Und die Riesenfrage ist an die Seele, liebe Seele, du mit deinem Gefühlen und Wollen, mit deinen Emotionen, Sympathien und Antipathien, liebe Seele, du Bewusstseinsraum in mir, was muss ich denn mit dir machen, damit du empfänglich wirst für das, was dein Ich wirklich will? Und zwar, wenn es gut geht, dein höheres Ich, dein besseres Selbst, dein wahres Ich. Denn das, was sich als Ich-Organisation verkörpert, gibt mir im physischen Leib mein Ich-Bewusstsein. Das ist aber leibgebunden. Das ist mein sogenanntes niederes Ich. Mein höheres Ich ist nicht leibgebunden. Und da kann ich eben Anschluss finden durch mein freies Wollen, durch meine Liebe zum Geist und durch meine Gedanken der Erkenntnis, durch meine Menschenerkenntnis. Da kann ich suchen. Das heißt, alles, was wir Selbstmanagement, Selbstwirksamkeit, Selbsterziehung nennen, ist eine Umgestaltung dieses Astralleibes hin zu einem Gefäß, was eben Höheres aufnehmen kann, dass sich die Seele auch sozial orientieren kann. Das ist die Folge von Arbeit. Und Rudolf Steiner hat dazu natürlich sehr viel gesagt, zur Selbstschulung. Aber drei Sachen möchte ich jetzt hier ganz kurz nennen. Das sind die sogenannten drei antisozialen und sozialen Triebe, die in jeder Seele sind. So wie man gestimmt ist, und das ist unglaublich prägnant, ich denke, jeder wird es sofort nachvollziehen können. Ich rede ja jetzt hier. Typisches Beispiel, einer redet, die anderen hören zu. Und wenn Sie nicht aufpassen, dann, ja gut, das ist doch das Beste, dann schlafen Sie ein. Ja. Aber wenn Sie nicht ganz wach dabei sind, sind Sie in der Gefahr, von irgendwas, was ich sage, überzeugt zu werden. Oder Sie wehren sich dagegen und versuchen ständig das Wenn und Aber zu finden. Ja, das heißt, im Denken, im Reden sind wir immer in der Gefahr, das ist ein antisozialer Trieb, den anderen überzeugen zu wollen. Deswegen bemühe ich mich zum Beispiel, und das ist auch mit mehr oder weniger Erfolg, so zu reden, dass ich bestimmte Dinge
anspreche, ohne jetzt zu meinen, nur das ist richtig. Ja, also wie redet man so, dass man anderen Menschen hilft, irgendwas zu sehen und sich trotzdem ganz frei zu fühlen? Wie gehe ich damit um? Jedenfalls, der antisoziale Trieb ist, man will den anderen überzeugen. Ich bin heute hergekommen und möchte euch vom Sozialimpuls überzeugen. Ja, das wäre antisozial. Sozial wäre, wenn ich es so versuche, dass ihr die Möglichkeit habt, ganz aus euren eigenen Überlegungen das eine oder andere von dem, was ich gesagt habe, eigenständig aufzugreifen und zu sagen, das hat mir eingeleuchtet, mir. Ich habe es mir klar gemacht. Nicht die Frau hat es mir klar gemacht, nein. Die hat da was gezeigt, gesagt, ich konnte es mir klar machen. Steiner formuliert es so, so zu reden, dass der andere sein eigenes aus eigenem findet und nicht autoritätsgebunden. Nicht die Wissenschaft hat es gesagt, nicht der oder die gefällt mir, also glaube ich es auch. Gerade nicht, das ist antisozial. Dann ein antisozialer Trieb im Fühlen, dass wir uns eigentlich sehr leicht täuschen über andere Menschen. Warum? Weil wir unsere eigene Befindlichkeit projizieren in den anderen. Wenn man nicht aufpasst, denkt man, ich erzähle jemand was und der nickt freundlich und dann gehe ich nachher mit der Illusion heim und sage zu meinem Mann, du, die hat so verständnisvoll zugehört. Ich glaube, ich konnte die richtig überzeugen von dem, was ich sagen wollte. Und sie geht nach Hause und sagt zu ihrem Mann, also die Frau hat da was daher geredet. Ich konnte die mir ja nur mit ein bisschen Höflichkeit vom Leib halten und ja und ja und ja sagen, damit sie endlich aufhört. Und es ist genau dasselbe Phänomen. Man täuscht sich. Steiner sagt ganz lapidar, im Gefühlsverkehr mit anderen Menschen ist man immer in der Gefahr, sich zu täuschen. Und deswegen gäbe es nichts Besseres als Enttäuschung. Ja, ist doch toll. Ja, Enttäuschung ist ja eigentlich herb, aber Enttäuschung bedeutet, ich mache mich frei von einer Täuschung. Eine Täuschung weniger ist doch klasse. Eine weniger und jeden Tag noch eine weniger. Das heißt, mit anderen Menschen so offen umzugehen, dass man immer auch damit rechnet, sie sind ganz anders, als ich denke. Dann komme ich der Wahrheit des anderen näher und verhalte mich einigermaßen sozial, weil ich den anderen so nehme, wie er ist und ihn nicht so haben will, wie ich bin. Und das ist Steiners Leitsatz für das Antisoziale im Seelischen, dass er sagt, man nehme doch den anderen Menschen, wie er oder sie ist und versuche daraus das Beste zu machen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich das zum ersten Mal so ein bisschen mit Hirn gelesen habe, da war mir plötzlich bewusst, ich mache es genau andersrum. Ich nehme mich, wie ich bin und erziehe mit Lust die anderen. Ja, ich mache an den anderen rum und ich darf so bleiben, wie ich bin. Und Steiner empfiehlt, es genau andersrum zu machen. Die anderen dürfen, haben das Recht, so zu sein, wie sie sind. Und ich ändere mich so, dass ich mit diesen Typen klarkomme. Der soziale Trieb im Seelischen ist doch gut. Ich freue mich, dass Sie lachen. Also es ist eigentlich wirklich gut, wenn es nicht so wehtun würde. Ja. Aber es ist gut und die Seele hat halt mit dem Schmerz zu tun. Das gehört da immer dazu. Und dann das Dritte, der antisoziale Trieb im Willen. Das betrifft jetzt alle Menschen, die was tun. Jedenfalls, Rudolf Steiner sagt, wenn wir etwas tun, sind wir immer in der Gefahr, unsere Mitwelt zu ärgern. Das sei völlig normal. Wer eine Initiative hat, muss damit rechnen, dass er bestimmte Leute ärgert. Ja. Wie kann man jetzt im Willen
sozial werden, wenn man das weiß, ist schon mal super zu wissen, ich ärgere prinzipiell, wenn ich was tue. Dann stört es mich auch nicht, ich weiß es ja. Aber wenn ich jetzt was tun will, aus einem sozialen Impuls heraus, es so tun will, dass sich möglichst wenig Menschen dadurch gestört fühlen und sich ärgern, was muss ich dann machen? Der antisoziale Trieb macht mir bewusst, dass ich es mit ganz anderen Individualitäten zu tun habe und dass beide zu ihrem Recht kommen müssen. Durch das Antisoziale merke ich, was mir wichtig ist. Durch das Soziale merke ich, wie kann ich das, was mir wichtig ist, so sozial rüberbringen, dass es auch für die anderen akzeptabel ist. Ja, vielleicht mehr noch, dass es auch den anderen hilft, dass es nützlich ist, dass es sinnvoll ist. Und das ist auf der Willensebene besonders schwierig, weil man da Geduld braucht. Da muss man nämlich warten können, manchmal jahrzehntelang. Es gibt eine Sache, das weiß der Helmut Goldmann, die ich mir, als ich ans Goetheaner kam, immer gewünscht habe. Dass nämlich die dort in einer Führungsposition sind, harmonisch zusammenarbeiten. Das war mein Ideal. Es hat gute 20 Jahre gebraucht. Etwas mehr als 20 Jahre. Wenn ich es jetzt genau nehme, glaube ich sogar 26 Jahre. Wenn ich es jetzt ganz genau nehme, bis wir ganz aus uns und jeder aus sich und überhaupt nicht, weil ich das schön finde, nein, überhaupt nicht, bis dieser Gedanke aus unserer eigenen Form der Zusammenarbeit als sogenannte Goetheanum-Leitung entstanden ist, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Ebene, wo jeder, der eine Führungsposition hat, die Möglichkeit hat, vollkommen gleichberechtigt mit den anderen über den Gesamtbetrieb die richtigen Entscheidungen zu fällen. Das kann nicht nur irgendeiner machen, der von der Sache eigentlich nichts versteht, nur weil er eine Position hat. Es muss aus der Sache kommen und das geht nur, wenn die ganze Sachkompetenz zusammenkommt. Dann hat man die Chance, verantwortbare Entscheidungen zu fällen. Aber da hat es unheimlich Geduld gebraucht. Und du hast eine streckenweise als Generalsekretär mitbekommen. Ja, ein langsamer Reifungsprozess, es ist nur ein Beispiel. Jeder kennt sowas. Bestimmte Dinge brauchen manchmal sogar länger, als man lebt. Dann erlebt es erst die nächste Generation. Das heißt, der soziale Trieb im Willen ist mit Verzicht verbunden und mit der Kultur von Geduld. Anhalten können, warten können, bis etwas reift. Also warten können, bis der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort ist, bis eine Situation so reif ist, dass alle eigentlich merken oder fast alle, das wird jetzt dringend gebraucht. Und wenn man dann mit einem Gedanken kommt, dann sind alle froh. Dann ärgert man niemand. Also Kairos, das gehört zu diesem antisozialen Trieb im Willen. Der soziale Trieb arbeitet entwicklungsorientiert und reifeorientiert. Das ist im Seelischen, da spielen solche Reifungsprozesse und Tugenden wie Geduld, Andacht, Aufmerksamkeit, Wahrnehmen, Toleranz und. Das ist Seelenlandschaft. Da spielen solche Reifungsprozesse eine wichtige Rolle. Und dann ein sozialer Impuls, da haben bestimmt viele jetzt von Ihnen schon drauf gewartet. Wann kommt denn endlich die Dreigliederung? Ja. Die ist eben hier zu Hause. Das ist ein sozialer Impuls aus der Anthroposophie, dass der einzelne Mensch so erwachsen wird,
so ich-bewusst, dass er sein gesundes Verhältnis zur sozialen Mitwelt erkennt, erkennen will. Und Rudolf Steiner gibt ehrlich zu, wie lange er selbst dazu gebraucht hat, die Dreigliederung zu finden. Er hätte 30 Jahre lang an diesem Konzept gearbeitet, bis er den vollen Durchblick selber hatte. Das ist reine Ich-Kultur. Und deswegen wird sie bis heute kaum verstanden. Man denkt es dreiteilig, man denkt, es ist eine Methode, man meint, es könnte man einführen. Rudolf Steiner ist nach ein paar Jahren total verzweifelt und sagt, der Dreigliederungsimpuls ist gescheitert. Das hat einfach niemand verstanden. Er musste das abbrechen. Davon ist quasi nur die Waldorfschule mit ihrer Selbstverwaltung übrig geblieben. Das Wirtschaftliche hat nicht geklappt. Es ging nicht. Und warum? Er sagt selbst den Grund. Er sagt, erstens, die Menschen haben es nicht verstanden. Und zweitens, sie haben meine Beispiele für die Sache genommen. Das heißt, als Rezept missverstanden. Rudolf Steiner macht ein Beispiel und dann denkt man, ah, so muss man es machen. Es war nur ein Beispiel, damit man hinguckt, wie man es selber ganz aus sich mit einer richtigen Orientierung hinkriegt. Was völlig anderes. Wenn man Beispiele zum Rezept erhebt, kann es nur schief gehen. Oder dogmatisch tönen oder einfach unfruchtbar sein. Das ist noch im besten Fall, dass es halt nicht funktioniert. Es ist die Haltung des Ich der Welt gegenüber, wie muss eigentlich die Prozesssteuerung im Geistesleben aussehen? Wie muss die Prozesssteuerung im Rechtsleben, im politischen Leben aussehen? Und wie muss die soziale Prozesssteuerung im Wirtschaftsleben aussehen? Und da ist natürlich ganz klar, ein gesundes Wirtschaften muss sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Wenn sich die Wirtschaft am Gewinn für mich orientiert und ich nur für mich letztlich arbeite und nicht für die, die meine Abnehmer sind, dann kann es nicht klappen. Dann haben wir ein krankes Wirtschaftssystem, wo die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Heute ist es bereits so, dass 8 Menschen die Hälfte des menschheitlichen Bruttosozialproduktes besitzen. 8. Vor 10 Jahren waren es noch 300 Milliardäre. Heute sind es nur noch 8. Und in ein paar Jahren sind es vielleicht nur noch 2. Und dann träumt einer von den beiden die Stunde X, dann bin es ich. Und ich allein habe die Hälfte des menschheitlichen Einkommens. Muss man sich mal vorstellen. Das ist doch absolut krankes Denken, krankes Fühlen, krankes Handeln. Wirtschaft, wenn sie nachhaltig sein soll, ist sie nicht wachstumsorientiert, sondern bedürfnisorientiert und guckt nach einem gesunden Steady State, wo man sich miteinander, füreinander ökonomisch entwickelt. Ein gesundes Rechtsleben ist demokratisch überall da, wo alle Menschen von den Folgen betroffen werden. Dazu braucht es eine Kultur der Information, des Dialogs, der Verständigung, damit man auch weiß, wofür man sich entscheidet. Sonst wird man einander und auch dem Staats- und Gemeinwesen nicht wirklich gerecht. Und das Geistesleben braucht Freiheit, krassen Individualismus. Wenn nicht jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden darf, dann fühlt er sich, er oder sie, unglücklich. Und das Schlimme ist eben die Pathologie, dass wir die Freiheit heute im Wirtschaftsleben haben,
die Gemeinschaft, die Community im Wissenschaftsleben, die Scientific Community, die die Regeln aufstellt, was Wissenschaft ist und was nicht. Oder eben, was die richtige religiöse Auffassung ist und was nicht. Das Geistesleben spielt sich immer mehr in Gesinnungsgruppen ab, nicht mehr individuell. Und dass deswegen das Rechtsleben explodiert. Alle leiden unter der wachsenden Flut von neuen Bestimmungen. Nochmal Bestimmungen, nochmal Bestimmungen, noch mehr Kontrolle, noch mehr Dokumentation. Ja? Das Rechtsleben muss hypertrophieren, wenn der soziale Organismus dermaßen krank ist. Also Ich-Kultur wäre, dass man das durchschaut. Und schließlich der allersozialste Impuls ist, das ist das fünfte Prinzip, menschheitlich zu denken. Als Rudolf Steiner den ersten Kurs für Mediziner hält, sagt er, wenn der Arzt einen Patienten behandelt, würde es nicht genügen, dass er nur an diesen einen Menschen denkt, sondern er sollte in diesem Menschen den Angehörigen der ganzen Menschheit sehen. Denn in unseren Krankheiten und in unseren Gesundheiten spiegelt sich nicht nur unser persönliches Schicksal, sondern spiegelt sich auch unser Gruppenschicksal, spiegelt sich aber auch unser Zeitschicksal, unser Menschheitsschicksal. Ja, vor 20 Jahren war das Magenkarzinom in Japan das Stresssymptom für die japanische Gesellschaft. Weltweit waren die meisten Magenkarzinome in Japan zu verzeichnen. Heute ist es das Pankreaskarzinom. Heute ist es nicht nur der Stress, sondern die tiefe Depression, kann ich überhaupt das, was alles passiert, vor allem auch Fukushima, aber auch noch andere Dinge, kann ich das noch verarbeiten? Da sind ganz andere Organe plötzlich belastet. Das ist nicht persönliches Schicksal, das ist Zeitenschicksal, Volksschicksal. Und sich klarzumachen, ich muss eigentlich ein Denken heute entwickeln, was den Einzelnen und die Gemeinschaften wie Organe am großen Organismus der Menschheit sieht. Wir leben wirklich in einer globalen Welt. Wir haben alle miteinander zu tun. Und deswegen ist es wichtig, die eigenen Organgrenzen zu pflegen, was natürlich übertrieben wird im Nationalismus und dann schon wieder pathologisch wird. Aber wir brauchen eine klare Identität, um dann auch unseren Beitrag zum Ganzen leisten zu können. Und das wäre eben der fünfte soziale Impuls aus der Anthroposophie, den wir eben auch den christlichen nennen können, denn das Christentum ist eben wirklich seiner ganzen Entstehungsgeschichte nach, wo immer man sozusagen auf die echten Quellen hinschaut, absolut menschheitlich sozial orientiert. Und deswegen hat das Christentum eine konfessionell-religiöse Seite, es hat aber auch eine ganz freie philosophische, menschheitliche Grundorientierungskomponente, die man in allen Religionen finden kann. Da, wo Menschen sich eben für das Ganze interessieren und nicht nur für irgendeine Gruppe, für irgendeinen Teil. Ohne die Zivilgesellschaft wird es nicht gehen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns in Brüssel für Eliant jetzt so engagieren, einige von uns. Und Eliant eben als eine anthroposophische Zivilgesellschaft gegründet haben, mit derzeit etwa 340.000, die unseren Newsletter bekommen. Jeder, der den bestellt, hilft uns, den Brüsselern zu sagen, so und so viel, 100.000 sind bei uns angeschlossen. Also, da könnt ihr euch eintragen, ihr müsst nicht lesen, sondern einfach nur zählbar sein.
Jedenfalls, Steiner war der Meinung, die Zivilgesellschaft muss der dritte Faktor sein, der mitreguliert. Weil Politik und Wirtschaft sind so verflochten, die machen es nicht. Die stagnieren alle im Machterhalt. Bloß nichts ändern, bloß keine Verunsicherung. Ja, und wenn, lieber reaktionär als progressiv. Wie jetzt Obama, der versucht hat, mal ein bisschen progressiv zu sein, er wird ja brutal reaktionär zurückgefahren, ganz typisch. Ja. Und wie hat Steiner das gemacht? Er gründet die anthroposophische Gesellschaft. Die erste globale zivilgesellschaftliche Organisation überhaupt, die sich das rein menschliche, das heißt die Menschenrechte, Freiheit und Würde auf die Fahnen geschrieben hat. Die wir natürlich nicht haben, wir haben keine Fahne. Aber das ist sozusagen unser Commitment, uns nur um den Erhalt des rein Menschlichen zu kümmern. Weil dann erarbeitet man sich wieder neu diesen gesunden Menschenverstand, der einem dann auch den Mut gibt, auf die Straße zu gehen und irgendwann zu sagen, jetzt ist Schluss. Was die Armenier jetzt hingekriegt haben, dass die ihre Regierung absetzen, es ist doch gigantisch. Es ist doch einfach ganz große Klasse. Und so hoffe ich auch, dass eben jetzt mit unserer Petition man im Bildungssektor sagt, irgendwo muss mal der Lehrer wieder seinem Gewissen folgen dürfen. Wissen Sie, wir Ärzte dürfen unserem Gewissen noch folgen in kritischen Entscheidungen. Der Lehrer darf gewissenlos sein. Er muss den Requirements, den Lehrplananforderungen folgen, den staatlichen Vorgaben. Jeder neue Kultusminister denkt sich mal hier und da wieder was Neues aus. Alle müssen folgen. Ist doch Schwachsinn pur. Der Lehrer muss doch ein Gewissen haben und den Kindern das geben, was sie brauchen. Das muss doch mitsprechen dürfen. Natürlich braucht es Rahmenrichtlinien, gewisse Grundleistungsanforderungen, Eintrittsanforderungen in die Uni. Selbstverständlich. Aber was ich täglich mache, muss doch dem Kind auf seinem Entwicklungsweg das geben, was es braucht. Und dazu muss der Lehrer ein Recht haben auf Gewissensfreiheit, auch wann er die Kinder online schaltet. Ja. Nur als Beispiel. Und Sie haben recht, es ist schwierig und gerade im Erziehungswesen entscheidet sich immer, wie frei ist das Geistesleben noch. Da kann ich euch nur Mut machen, euch zivilgesellschaftlich zusammenzutun. Es gibt mit Sicherheit in Österreich mehrere Organisationen, die da unterwegs sind. Und mit denen muss man sich vernetzen. Und dann kann man was bewegen. Ich kann da nur euch alles Gute wünschen. Aber ich würde es nicht tolerieren. Das Schlimme ist, diese Bürokratisierung, die geht so schleichend und so scheibchenweise, dass man sich langsam aber sicher dran gewöhnt. Und die Schwelle nicht mehr merkt, wann es wirklich ins Unmenschliche umkippt. Und dann ist man schon so dran gewöhnt, dass man denkt, ja, wieso soll ich jetzt eigentlich Aua schreien? Das hätte ich doch eigentlich schon vor 10 Jahren machen müssen. Ja, und insofern, wir haben viel zu tun in der anthroposophischen Gesellschaft, um sie zu dem zu machen, was sie mal gedacht war. Da haben wir noch viele Hausaufgaben. Aber neben dieser Baustelle gibt es viele gute andere zivilgesellschaftliche Aktivitäten, wo man sich wirklich anschließen kann, weil man spürt, das kommt aus einer ähnlichen Quelle. Ja, da sind einfach gute, menschheitliche Impulse unterwegs, wie bei Amnesty, Ärzte ohne Grenzen und wie sie heißen. Es sind doch großartige Initiativen, auch Greenpeace. Es sind auch überall Anthroposophen dabei, das ist auch schön. Der Chef von Ärzte ohne Grenzen in Europa ist einer unserer ehemaligen Jungmediziner, ein anthroposophischer Arzt. Ich schließe jetzt hier erstmal ab und danke ganz herzlich für euer exzellentes Mitgehen bei diesem Versuch.